Der Tet Fabian Fuchs ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Er hat den Rocker Michael Langer, der seine Freundin Natascha Schliemann verführt hat, verprügelt und mit einem Springmesser verletzt. Der Angeklagte behauptet, zur Tatzeit nicht am Tatort gewesen zu sein. Findet das Gericht die Wahrheit heraus? Herr Fuchs, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung. Und nachdem bei Ihnen eine erhebliche Freiheitsstrafe in Betracht kommt, verhandeln wir als Schöffengericht. Anklage wird vertreten durch Frau Staatsanwältin Beer. Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Posner. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz. Zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Fabian Fuchs. Ja. 16. September 1980 in Zwickau geboren. Ja. Sie leben in München. Ja. Sie sind ledig. Und vom Beruf sind Sie? Auszubildender zum Schreiner. Zum Schreiner. Was bekommen Sie da im Monat netto? 1200 Euro ungefähr. Mhm. Dann schauen wir gerade noch zu Ihren Vorstrafen. Bundeszentralregisterauszug, mal gleich hier verlesen. 16. Juni 2000, Amtsgericht München, Jugendrichter, vorsätzliche Körperverletzung, 2 Wochen Dauerarrest. Ja. Ich habe die Akte auch beigezogen, da hatten Sie wohl in einem Schallplattenladen den Verkäufer Krankenhaus geprügelt, weil er Sie als Zuckerlöckchen bezeichnet hat. Naja, dazu irgendetwas, ansonsten bitte in die Anklage. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten folgenden Sachverhalt vor. Am 2. März 2002 befand sich der Angeklagte zusammen mit seiner Freundin Natascha Schliemann auf einem Dorffest in Hanau. Als der Angeklagte gegen 21 Uhr das Festzelt verließ, um auszutreten, sah er zufällig, wie Frau Schliemann und Herr Langer sich gerade küssten. Aus lauter Wut und Eifersucht ging er sofort auf Herrn Langer los, rammte ihm sein Springmesser in die rechte Schulter und sein Knie in den Unterleib, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend trat der Angeklagte noch mehrmals auf Herrn Langer ein und flüchtete. Der Angeklagte wird somit einer gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 und 224 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, macht Ihr Mandant Angaben zu dem Vorwurf? Bitte. Erzählen Sie mal. Das ist alles Quatsch, was mir vorgeworfen wird. Ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht da und ich habe ihm nichts getan. Wo waren Sie zu dem damaligen Zeitpunkt? Ich habe mit meiner Freundin eine Spritztour gemacht. Wo sind Sie hingefahren? Wir sind in die Teufelsschlucht gefahren. Naja, Schlucht ist mehr so ein Krater. Zum Rumknutschen, weil das ist ein recht schöner Fleck. Und wie sind Sie da hingefahren? Über die Bundesstraße 3. Über die Bundesstraße B3? Interessant. Nachweislich war die Bundesstraße B3 an diesem Tag wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Ah, jetzt muss ich sagen, fällt es mir wieder ein. Wir sind über den Feldweg gefahren. Über den Feldweg. Sie sind mit Ihrem amerikanischen Schlitten aus den 50er Jahren bei Nacht über einen Feldweg gefahren. Sehr interessant. Aber was anderes, wieso eigentlich sollte der Herr Langer Sie beschuldigen? Weil er so ein Rocker ist. Und die mögen uns nicht. Und außerdem steht er auf meine Freundin. Und da denke ich mal, dass er mir einen reinwirken will. Also damit hätte er dann ihrer Freundin imponieren wollen. Komische Methode. Ja, die sind sowieso nicht ganz sauber, die Rocker. Jetzt langst du, Ratte. Moment, beim Zuschauerraum ist Ruhe. Ja? Da kommst du noch hier. Bitte? Genau, so will ich es haben. Herr Fuchs, das machen wir von vorn mal. Das war eine Veranstaltung mit Festzelt oder was? Amerikanische Autos oder sowas? Ja, genau. Ja. Also, da waren Sie mit Ihrer Freundin. Da haben Sie aber den Geschädigten auch getroffen, oder? Ja, ich war mit meiner Freundin da und habe den Rocker da auch getroffen. Der hat meine Freundin angebaggert. Uns liegt eine Aussage vor, dass Sie bereits vor dieser Messerstecherei den Zeugen Langer mehrmals verbal angegriffen haben. Verbal angegriffen. Der hat halt meine Freundin angemacht. Und da habe ich ihn zurechtgewiesen. Und außerdem hat er meinen Wagen angefasst mit seinen Fettfingern. Ey, ich gebe dir gleich Fettfinger ins Gesicht, Alter, ja, du Ratte. Ey, ich komme rüber, jetzt ja. Jetzt erklär ich Ihnen mal was. Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass da hinten extra noch zusätzlich Polizeibeamte sind. Die habe ich angefordert, weil ich mir schon gedacht habe, dass hier vielleicht der eine oder andere aufkreuzt, der das Ganze mit einem Dorffest verwechselt. Und ich verspreche Ihnen, beim nächsten Mal, wenn ich hier irgend sowas höre, dann fliegen Sie alle raus. Ja? Verstanden. Ja. Nochmal, also Sie sind mit Ihrer Freundin zu dem Dorffest gegangen? Ja, genau. Ja? War jetzt da irgendeine Belästigung, bevor Sie eine Spritztour gemacht haben? Ja, er hat Sie angegrapscht und angeredet und dann habe ich ihn zurechtgewiesen, habe ihm ein paar Takte gesagt und dann war aber Ruhe. Und? Das ist doch Ihr Messer, oder? Ja, schon. Das muss ich da irgendwie verloren haben.
Ach, Sie haben es verloren. Und irgendjemand hat es gefunden und hat dann zufällig den Menschen damit niedergestochen, mit dem Sie zuvor Streit hatten. Und praktischerweise hatte er auch Handschuhe an, weil schließlich fanden wir nur Ihre Fingerabdrücke auf diesem Messer. Das ist doch völlig absurd. Was erzählen Sie uns hier eigentlich? Frau Staatsanwältin, mein Mandant hat ein Alibi und er war zur Tatzeit woanders. Sehr verehrter Herr Kollege, wir werden sehen, was nach der Beweisaufnahme und noch vom Alibi Ihres Mandanten übrig bleibt. Dann warten Sie doch bitte so lange, bevor Sie meinen Mandanten der Lüge bezichtigen. Dann machen wir das doch mit der Beweisaufnahme, oder? Sie nehmen hier Platz. Den Herrn Langer, bitte. Heute treten die Beweisaufnahme ein. Zeuge Langer, bitte. Herr Langer, kommen Sie bitte hier nach vorn. Nehmen Sie Platz. Das wirst du mir büßen, du mieser kleiner Ted. Du hier tot, oder was? Ja, komm mal her, wenn was will. Du scheiß Rocker, du. Setz dich jetzt da hin. Und reden mit mir. Ich gehe mal davon aus, dass ich Ihnen nicht zu sagen brauche, dass man mit mir anders spricht. Sie sollen ja als Zeuge aussagen. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Ja. Ihre Personalien zunächst. Michael Langer, 24 Jahre alt, Sie leben in München, Werkzeugschlosser von Beruf und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Mit so einem? Einfach nein, ja? Nein, lautet dann die Antwort. Um welche Veranstaltung es geht, wissen Sie? Sie haben Verletzungen davongetragen. Erzählen Sie uns mal, wie es dazu kam. Ich kann das immer noch gar nicht glauben. Dieser durchgedrehte Täter hat mir ein Messer in die Schulter gerammt. Umbringen wollte er mich. Die hätten mal sehen müssen, wie das Blut aus meiner Schulter rausgequollen ist. Absolut irre. Zähl doch keinen Scheiß. Und die Augen von dem immer. Du bist doch völlig durchgedreht. Sind Sie sicher, dass es er war? Ja, klar war er das. Ach, er hat mich niedergestochen und niedergetreten und alles. So eine Visage, die merkt man sich. Vergiss es. Er behauptet jetzt, Sie hätten ihn vorher provoziert. Ja, was heißt provoziert? Ich habe ein bisschen mit seiner Tusse rumgeknutscht. Davon träumst du doch ja, nur, dass da so einer rankommt. Die wollte das. Also machen Sie eine Welle. Vergiss es doch, Junge. Die wollte das. Also, Sie hatten, so wie Sie es schildern, einen relativ intensiven Kontakt mit seiner Freundin. Das ist die Frau Schliemann, oder? Ja, also ja? Intensiver Kontakt. Die hatte voll einen im Tee, aber die hat mich die ganze Zeit so angeblinkt mit den Augen. Blödsinn. Und dann sind Sie mit ihr aus dem Zelt gegangen? Ja, nicht direkt. Sie ist rausgegangen. Aber beim Rausgehen, da wusste ich schon, wo der Hase langläuft. Und dann habe ich ein bisschen gewartet, damit es nicht so auffällig ist. Und dann bin ich hinterher. Ich wollte die Sache ja vertiefen. Mhm. Und dann kam der Angeklagte dazu. Ja, leider. Ist leider nicht viel passiert. Ein bisschen Zungenakrobatik und die Hand in der Bluse. Erzähl doch keinen Scheiß, ey. Hey, gib Ruhe da hinten. Also der Herr, der hier jetzt gerade so schön geklatscht hat, der mit dem bunten Arm, der sagt mir jetzt mal seine Personalien. Sperr's gleich weg. Mein Name ist Gernot Wilms, geboren 7.10.72. Dann ergeht nach Beratung folgender Beschluss. Dem unbeteiligten Zuschauer Gernot Wilms, geboren 7.10.72, wird ein Ordnungsgeld von 150 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft auferlegt. Ihre Personalien, ganz einfach. Gerd Schneider, 13.04.72. Naja, klatsch nicht. Selbe Tarif, ja. Dann ergeht folgender Beschluss nach Beratung. Dem unbeteiligten Zuschauer Georg Schneider, 13.04.72, wird ebenfalls ein Ordnungsgeld von 150 Euro ersatzweise 3 Tage Ordnungshaft auferlegt. Alle anderen können sich das ausrechnen. Weiter mit Ihnen. Wo genau waren Sie, als Sie sich mit der Frau Schliemann getroffen haben? Ja, wir waren hinter diesen Dixies, diesen Toilettenkabinen. Aber da kam er ja auch direkt und hat mich gleich niedergemacht. Hör doch auf, so wie Scheiße zu erzählen. Ja, wie sah das dann im Detail aus? Ja, wir, die Natascha und ich, wir standen halt da. Und dann kam er und hat direkt die Natascha weggezerrt, das Klappmesser aufspringen lassen und sofort mir in die Schulter gerammt. Ich sag mir, der wollte mich umbringen. Erzählen. Ja, das war doch so. Und Sie haben sich nicht gewehrt? Ja, wehren. Ich hatte das Messer in der Schulter, das Knie in den Eiern, da bin ich erst mal zu Boden gegangen. Da war nicht viel mit wehren. Wenn Natascha nicht zurückgehalten hätte, dann würde er wahrscheinlich jetzt noch auf mich eintreten. Und dann kam Hilfe. Ja, da wollte wohl einer hinter die Dixies pissen und hat mich da gefunden. Mhm. Der hat auch das Messer gefunden. Ist das das Messer, mit dem auf Sie gestochen wurde? Ich nehme es an. Ich habe es ja nur stecken gehabt. Mhm. Ja, dann haben wir noch das ärztliche Gutachten über Ihre Verletzung. Kommt auszugsweise zur Verlesung schwere Stichverletzung der linken Schulter mit Durchtrennung der langen Bizepssehne, Prellungen und Hämatome im Bauchraum, Fraktur Rippen 11 und 12, Prellung der Rippen 7 bis 10, Hodenquetschung. Sie waren insgesamt 6 Tage im Krankenhaus. Ja, ja. Weichei. Eine kleine noch Fragen an... Reicht es noch nicht Fragen. Da hinten, oder? Noch Fragen? Keine weiteren. 61.2 als Geschädigte unbeeidigt. Sie nehmen da hinten Platz, bitte. Die Frau Schliemann. Zeugin Schliemann, bitte. Frau Schliemann, kommen Sie bitte hier nach vorn.
Sie wissen, dass Sie die Wahrheit sagen müssen vor Gericht. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja? Mhm. Ihr Personalien zunächst Natascha Schliemann, 19 Jahre alt. Sie wohnen in München, sind ledig, Schülerin und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verlobt. Nein, er ist mein Freund. Ja. Sie wissen, worum es geht. Ja? Erzählen Sie uns das mal aus Ihrer Sicht. Also wir waren halt auf dieser Feier gewesen. Und mit den Autoshow. Und dann hat halt der Typ hier hinten voll angefangen, Stress zu machen. Und das ist dann ganz ein bisschen rund gegangen. Welche Art von Stress ist das denn gewesen? Er hat mich die ganze Zeit angebaggert. Was ist los? Ja, klar. Ey, du spinnst doch. Ja, sicherlich. Du hast mich doch angebaggert. Ja, wer hat hier wohl wen angebaggert? Du hast, ja, mich doch doch nicht Scheiße. Du hast mich gefragt, wo wir beide hingehen können. Klar. So war das. Wer wollte Lügner. Wohl von wem was? Ich fange mit dir bestimmt einen Traum nichts an. Ach, du verdrehst doch alle Tatsachen. Ja, klar. Du bist der Lügner. Du, Frau, was bist du denn? Frau Schliemann, Ihr Freund hat also Herrn Langer verbal attackiert und danach haben Sie mit ihm das Feld verlassen. Ich bin halt zuerst rausgegangen und er kam dann hinterher. Gibt es irgendjemanden, der das bezeugen kann? Wohl kaum, die waren ja alle bereit. Und Sie behaupten also weiterhin, dass Sie mit dem Herrn Langer kein Stelldichein hinter den WC-Anlagen hatten? Ich lasse mir doch von keinem Rocker irgendwelche Krankheiten reinschieben. Ja, wir will dir was reinschieben? Ja, hast du keinen Spiegel zu Hause? Ey, ich selber mal an. Setzen Sie sich mal schön wieder hin, Herr Langer. Ganz ruhig. So. Echt? Ja, ich zeige Ihnen gleich, was aus den großen Fressen wird. Jetzt mal von allen 6 die Personalausweise hier, bitte, ja? Aber ganz flott. Die Herrschaft. Bisschen schneller, wenn es geht. So, die Herrschaften. Wollen wir gleich mal zeigen. Dann geht folgender Beschluss. Es wird jeweils Ordnungshaft von 3 Tagen angeordnet gegen... Wenn Sie bald die Klappe halten, sind Sie mit dabei, ja? Andi Schönfeld, 18.11.80. Georg Schneider, 13.04.72. Jens Stöckler, 2.10.77. Achim Nixdorf, 27.04.69. Gernot Wilms, 7.10.72. Hatten wir ja mal schon. Und Harald Ulmer, 1.12.73. Und wissen Sie, was das Schönste daran ist? Ordnungshaft wird sofort vollstreckt. Auf Wiedersehen. Also, tschüss. Na, hopp, hopp. Raus. Frau Schliemann. Tschüss. Jetzt haben wir unser Ziel ganz aus den Augen verloren. Hm? Wohin sind Sie denn mit ihm gefahren? Wir sind zum See gefahren. Wo liegt dieser See? Wir sind über die B3 gefahren und dann in den Wald hinein. Über die B3 sind Sie gefahren, nicht über einen Feldweg? Nein, wieso? Weil der Herr Fuchs uns erzählt hat, dass Sie über einen Feldweg gefahren sind. Waldweg. Mein Gott, Natascha, du warst so breit. Überleg halt, bring ich wieder alles durcheinander. Logisch sind wir über einen Feldweg gefahren. Ja, wir sind über einen Feldweg gefahren. Aha. Ich war jetzt ziemlich betrunken und... ich kenne mich in der Ecke nicht so aus. Wo liegt denn überhaupt dieser See? Sagen im Wald? Schlucht oder Krater? Nein, wieso? Wieso? Weil der Angeklagte gerade gesagt hat, im Wald, dass er mit Ihnen in die Teufelsschlucht gefahren sei. Da war eine Schlucht. Überleg halt. Warst du so besoffen? Ich war total angetrunken und ich erinnere mich halt nicht mehr. Nur noch lückenhaft. Gerade haben Sie es erzählt, Sie sind über die B3 gefahren, dann war es doch ein Feldweg. Dann erzählten Sie uns, dass dieser See nicht in einer Schlucht liegt und dann plötzlich lag er doch wieder in einer Schlucht. Frau Schliemann, ja. Sagen Sie uns die Wahrheit bitte. Jetzt passen Sie mal auf hier, ja? Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Und ruckzuck geht es für Sie hier auch um einiges. Frau Schliemann, von Frau zu Frau. Ist der Angeklagte wirklich eine Verurteilung wegen falscher, uneidlicher oder vielleicht Aussage oder vielleicht sogar wegen Meineidswert? Ist ein so jähzorniger Mensch es wert, dass Sie ihn hier decken? Aber seine Gewalt richtet sich vielleicht nächstens gegen Sie. Sie sind doch eine intelligente junge Frau, Frau Schliemann. Aber ich liebe ihn doch und erzählen Sie uns die Wahrheit. Erzählen Sie uns die Wahrheit, Frau Schliemann. Was ist damals passiert? Tut mir leid, ich kann dich nicht mehr decken. Ich kann nicht mehr lügen. Glauben Sie der noch kein Wort? Ich habe von Anfang an gesagt, lassen Sie es aber sein, ja? Wenn Sie noch einmal versuchen, die Zeugin hier zu beeinflussen. Das ist ein Haftgrund. Frau Schliemann, erzählen Sie es uns. Ja, wir sind nicht von der Fete. Wir sind ich fass es nicht. Bitte? Sie waren nicht mit ihm weg. Nein,
Jetzt kommt raus. Sie sind nicht zu dem See gefahren. Sie sind auf dem Fest geblieben. Sie haben sich mit Herrn Langer hinter den WC-Anlagen getroffen. Blödsinn! Der Angeklagte ist dann dazugekommen. Und dann? Er hat mich weggerissen. Und hat halt zugestochen. Mein Gott, du Miststück! Und dir habe ich vertraut! Ich glaub's ja nicht! Wahnsinn! Und was ist dann passiert? Sind Sie wieder zurückgegangen zu dem Fest? Ja. Nein, nein, wir sind nicht zurück. Wir sind gefahren. Ich wollte nicht mehr. Ich glaub's nicht, ey. Keine weiteren Fragen, Herr Richter. Möglichkeit gehabt? Hat sie keine Möglichkeit, das zu verhindern? Ich habe ihn ja weggezogen, aber es war schon zu spät. Herr Fuchs, Sie vielleicht noch was dazu zu sagen? Wäre ein sehr günstiger Augenblick. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts gemacht. Was soll ich sagen? Die spinnt doch. Ja, ist Ihre Sache. Fragen noch an die Zeugin? Danke. Verzicht. 61 Ziffer 5 wegen Verzicht unbeeidigt. Herzlichen Dank. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Für Sie ist es so auf jeden Fall das Beste. Ganz sicher. Keine weiteren Anträge? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, in ihr Plädoyer bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, ich glaube, ich kann mich kurz fassen. Durch die Zeugenaussage von Frau Schliemann ist das angeblich so wasserfeste Alibi des Angeklagten geplatzt wie eine Seifenblase. Zumindest für mich gibt es keinen begründeten Zweifel mehr daran, dass er derjenige gewesen ist, der Herrn Langer niedergestochen hat. Er handelte aus Eifersucht, weil Herr Langer seine Freundin geküsst hatte, und gleichzeitig aus Wut, weil Langer der ihm verfeindeten Gruppe der Rocker angehörte. Er ging mit äußerster Brutalität vor. Er stach ihn nieder und trat gleichzeitig noch auf ihn ein, als das Opfer bereits auf dem Boden lag. Er hat den Herrn Langer damit sehr schwer verletzt. Ich finde, die Strafzumessung muss hier insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der Generalprävention erfolgen. Wir haben hier die Gewaltbereitschaft beider Gruppen im Gerichtssaal erlebt. Und ich denke, um beide Gruppen von einer weiteren Eskalation abzuhalten, sollte hier eine doch empfindliche Freiheitsstrafe verhängt werden. In meinen Augen ist eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren hier Tat und Schuld angemessen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Danke sehr. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, in der Sachverhaltsdarstellung vermag ich diesem aus bezauberndem Mund der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Plädoyer durchaus zu folgen. Nicht jedoch in den Rechtsfolgen. Zu beachten ist, dass der Angeklagte hier ganz eindeutig mit zweierlei Gründen belastet war bei Begehung der Tat. Er überraschte seine Freundin bei der Auffrischung der Kenntnisse in Humanbiologie, zum anderen aber auch noch mit einem Rocker, einer offensichtlich nicht gerade befreundeten Gruppierung, wie wir hier im Gerichtssaal schon deutlich vor Augen geführt gekriegt haben. Das heißt, hochgradig im Affekt. Dass er dabei dann noch sein mitgeführtes Springmesser nutzte, ist bereits Tatbestandsvoraussetzung und nicht strafschärfend zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund beantrage ich den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe, allerdings nur zu einer solchen von 1 Jahr und 6 Monaten, welche selbstverständlich zur Bewährung auszusetzen ist, zu verurteilen. Danke sehr. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Nichts mehr zu sagen. Dann ziehen wir uns zur Urteilsberatung zurück. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Fabian Fuchs ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung, Paragraphen 223, 224 Absatz 1 Nummer 2 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Herr Fuchs, Ihre Braut ist eine gute Braut. Hm? Die wird nie was mit einem Rocker anfangen. Und die wird sie aber auch nie verpfeifen. Dummerweise waren sie damit weder auf der B3 noch auf dem Feldweg, sondern auf dem Holzweg. Überhaupt keine Zweifel, dass ihre eigene Freundin am Ende die Wahrheit gesagt hat. Es passt genau zu dem, was der geschädigte Herr Langer gesagt hat, gesehen hat. Es ist ihr Messer, es passt alles. Es passt für sie leider alles. Gefährliche Körperverletzung, Mindeststrafe nach dem Gesetz eigentlich nur Anführungszeichen nur 6 Monate, aber da kann es natürlich nicht dabei bleiben in diesem Falle. Ach, wissen Sie, wer schon so ein Messer mit ins Festzelt nimmt, ja? Wer dann nicht nur einmal zusticht, sondern auch noch eintritt auf den am Boden liegenden, bis der sich mehrere Rippen bricht, ja? Dass er eine Woche im Krankenhaus bleiben muss. Wer dann im Nachhinein versucht, eine Zeugin zu beeinflussen, ja? Wer hier im Gerichtssaal noch die Gewalt der anderen hier gutheißt und anfeuert, da muss es ganz sicher deutlich mehr sein.
besondere Gründe, dass wir hier was zur Bewährung aussetzen. Beim besten Willen nicht. Im Gegenteil, Sie hatten schon, als Jugendlicher zwar, aber so lange ist es ja noch gar nicht her, wegen Körperverletzung 2 Wochen Arrest abgesessen. Ja? Das heißt, Sie wissen es, wie es eigentlich ist, wenn man was abzusitzen hat. Hat überhaupt nichts bewirkt. Sie sind heute noch der Meinung, es ist klasse, wenn die sich da hinten bügeln. Deswegen hier 2 Jahre ohne Bewährung. Es ist höchste Zeit, Ihnen, von den anderen rede ich gar nicht, die haben es ja nicht mehr mitbekommen, aber Ihnen die Grenzen aufzuzeigen und klarzumachen, dass in unserer Gesellschaft Gewalt und Konflikte anders als mit Gewalt gelöst werden. Sie können Berufung oder Revision innerhalb einer Woche gegen dieses Urteil einlegen. In der formlosen Einziehung sind Sie einverstanden, nehme ich an. Kein Problem. Ja. Überhaupt, was sind es nun überhaupt für Konflikte, die sich an Musikstil und Mode entzünden und bei denen die Haartracht Grund genug für eine Trachtprügel ist? Verstehe ich nicht. Also in der Altersstufe, wir waren zwar auch keine Engel, aber wir haben uns wenigstens über Geisteshaltungen gestritten. Ja, aber dazu bräuchte es eben nicht nur eine Haltung, sondern auch eines Geistes. Sitzung ist geschlossen.